Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal an, was die Extrazellulärmatrix, kurz EZM, überhaupt ist, wo sie vorzufinden ist und woraus sie besteht. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr das Buch, was wir verfasst haben, über Histologie einmal auscheckt. Ist der erste Link in der Videobeschreibung. Falls euch das interessiert, guckt da gerne rein. Und jetzt geht's los mit dem Video. Die Extrazellulärmatrix des Knorpels ist dabei ein etwas kleineres Thema, was aber dennoch nicht unwichtig ist. Und vor allen Dingen fragt man sich natürlich, wie ist die Extrazellulärmatrix aufgebaut, um dann letztendlich den Fasern die Druckelastizität zu ermöglichen. Und genau das haben wir hier einmal im Folgenden erklärt. Die extrazelluläre Matrix des Knorpels besteht vornehmlich aus Proteoglykanen und Hyaluronsäure. Dabei haben diese Substanzen eine hohe Wasserbindungskapazität, was die im Folgenden dargestellte Funktion unterstützt. Grundsätzlich ist die Druckelastizität des Knorpels auf die Proteoglykane eine Kompression ermöglichen, allerdings nach Belastung ohne Verzögerung wieder ausdehnen und das Wasser, welches bei der Kompression ausgepresst wurde, wieder anziehen. Also, ganz wichtig, um das einmal zusammenzufassen. In der Extrazellulärmatrix befinden sich Proteoglykane und Hyaluronsäure. Wichtig für die Druckelastizität sind aber die Proteoglykane vornehmlich. Es ist zwar nur ein Fünftel der Bestandteile der Extrazellulärmatrix, dabei sind diese aber so wichtig, dass man sie jetzt hier nochmal besonders hervorheben muss. Wichtig, Proteoglykane können Wasser an sich binden, haben eine hohe Wasserbindungskapazität. Was dann ermöglicht, dass, wenn eine Knorpel sich zusammenzieht, also eine Kompression stattfindet, die Proteoglykane das Wasser anziehen. Und ganz wichtig, nachdem diese Belastung vorbei ist, nachdem also der Druck nicht mehr ausgeübt wird, dann kann die Extrazellulärmatrix sich wieder ausdehnen, beziehungsweise die Proteoglykane können sich dann wieder ausdehnen und geben das Wasser letztendlich wieder aus. Vorher ziehen sie es einmal an, bei der Druckempfindung ziehen sie es an und wenn diese Druckbelastung vorbei ist, dann geben sie es wieder aus und dadurch findet dann wieder eine Ausdehnung statt. Und dieser Prozess des An- und Ausziehens ermöglicht dann letztendlich die Druckelastizität, die eben so wichtig ist, damit Fasern nicht reißen bzw. damit Fasern ihre Funktion erfüllen können. Das also zusammengefasst, warum die Extrazellulärmatrix bei den Fasern so wichtig ist. Das soll es aber jetzt auch gewesen sein von diesem Video von uns, von Selbstorientiert. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr unseren Kanal abonniert und jetzt auf dem Video ein Like da lasst. Ansonsten geht es hier jetzt weiter mit thematisch ähnlichen Videos, die für euch sicherlich interessant sind. Und dann soll es das gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Jetzt kommen wir aber auch direkt zum Aufbau der Fasernknorpel, was natürlich nochmal ein viel wichtigeres Thema ist, ein übergeordnetes Thema, in das wir dann letztendlich die Druckelastizität einordnen können, die eben durch die Extrazellulärmatrix stattfindet. Der typische Aufbau einer Fasernknorpel zeichnet sich dabei durch dicht gelagerte Kollagenfaserbündel aus, welche nicht maskiert sind. Dabei verlaufen die mehrheitlichen Kollagen-Typ 1-haltigen Fasern in Richtung der Beanspruchung des Knorpels. Also immer da, wo der Knorpel beansprucht wird, da, wo der Druck ausgeübt wird, dort hin verlaufen diese Fasern. Das ist natürlich bei jedem Körperteil anders, an jeder Stelle anders, da ja unterschiedliche Druckstellen vorhanden sind. Dabei sind die Chondrone klein und enthalten häufig nur einen Chondrozyten. Das ist ein großer Unterschied zu Typ 2 Fasern, die meistens mehrere Chondrozyten enthalten. Verglichen mit den elastischen und Hyalinknorpeln ist die Anzahl der Chondrone deshalb geringer, weil diese überwiegend Typ 2 haltige Fasern beinhalten. Die Fasernknorpel gehen dabei grundsätzlich direkt in die angrenzende Struktur, das heißt Knochen oder straffes Bindegewebe über. Das ist also wichtig, wenn wir uns vorstellen, wie Fasernknorpel verarbeitet werden, beziehungsweise wie sie an den jeweiligen Knochen oder an das straffe Bindegewebe angrenzen. Also ganz wichtig, dass sie direkt in diese angrenzende Struktur übergehen.
Der Faserknorpel kann dabei typischerweise in dem Discus intervertebralis, der Zwischenwirbelscheibe, der Symphysis pubica, der Schambeinfuge, also praktisch an der Oberkante der Symphyse, im medialen Schlüsselbeingelenk sowie aber auch in der Gelenkzwischenscheibe, den Diski und Meniski, lokalisiert werden. Das ist also ganz wichtig, wenn wir uns angucken, wo findet die Lokalisation im Körper statt. Grundsätzlich ist ja immer wichtig, wenn ihr euch histologische Strukturen anguckt, dann müsst ihr immer gucken, okay, wo finde ich die überhaupt histologisch vor? Denn dann ist es meistens möglich, weil ihr meistens eine Benennung des Präparats stattfindet, auch in den Prüfungen das stattfindet, habt ihr meistens schon bestimmte Strukturen, die wahrscheinlich sich dort vorfinden lassen. Und dann ist es meistens einfacher, diese zu erkennen. Deswegen die Lokalisation am Körper durchaus wichtig. Fahren wir damit direkt fort. In der Zwischenwirbelscheibe ist der Faserknorpel für die Ausbildung des Annulus fibrosus verantwortlich. Darüber hinaus finden sich Fasernknorpel an Ansatzsoßen von Sehnen sowie aber auch Bändern am Knochen. Ganz typische Stelle ist hier die Cartilago costalis, also die bandhafte Verbindung des Sternums mit den einzelnen Rippenbögen. Das ist also eine ganz typische Ansatzzone von Sehnen, beziehungsweise wo sich Fasernknorpel vorfinden, weil auch Bänder am Knochen dort vorhanden sind. Die biomechanische Funktion des Fasernknorpels kann insbesondere in der stattfindenden Dekompression verortet werden. Durch die hohe Reißresistenz und die Druckelastizität wird so die jeweilige Körperregion geschützt und die Expansion der Strukturen ermöglicht. Also eine der wichtigsten Funktionen der Fasernknorpel ist natürlich die Expansion der Strukturen, die Ermöglichung, dass Druck letztendlich zu einer Bewegung umgesetzt wird und sich Strukturen ausdehnen können, Fasern ausdehnen können. Und das wird dadurch ermöglicht, dass die biomechanische Funktion letztendlich vorhanden ist und dementsprechend der Schutz der jeweiligen Körperregion ermöglicht wird. Und das soll es dann auch zu den Fasernknorpeln gewesen sein. Bzw. der Extrazellulärmatrix der Faserknorpel gewesen sein. Wir würden uns riesig freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr das Video kommentiert. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao. Und damit gucken wir uns jetzt die Extrazellulärmatrix bzw. die Fasernknorpel an. Das heißt, was wir uns natürlich angucken, sind die Extrazellulärmatrix der Fasernknorpel und den Aufbau der Fasernknorpel. Einfach hier, um das schon mal vorwegzunehmen, wie wir das ganze Video aufgebaut haben.